Ich grüße euch und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, ich bin mal wieder zurück nach einer sehr langen Pause mal wieder auf YouTube. Das kennt man ja von mir, ich habe immer mal so meine Wochen, wo ich mal nichts mache. Und ich würde sagen, wir starten dieses Mal mit einer Vorarbeit für unsere Plugin-Vorstellungen, für unsere zukünftigen Plugin-Vorstellungen. Und zwar möchte ich mir jetzt hier auf unserem Computer, also auf meinem Computer in dem Fall, einen Home-Server einrichten. Ich habe dazu schon den Ordner YouTube-Server erstellt. Dort gibt es einmal den Unterordner Bungee-Cord. Da bringen wir dann die Bungee-Cord rein. Und Lobby, hoppla. In der Lobby habe ich schon Lobby 1 und 2 gestellt. Und dort kommt natürlich dann Lobby 1 und 2 rein. Und ja, ich würde sagen, dann beginnen wir mal. Das Ganze ist dafür gedacht, ich möchte mit euch nach und nach einen kleinen Server einrichten. Also hier auf unserem, also auf meinem Computer möchte ich mit euch nach und nach einen kleinen Server einrichten. Wir werden das Ganze natürlich dann späterhin vielleicht mal auf eine Bungee Cloud bringen, wo wir dann auch mit MySQL und so weiter arbeiten. So dass wir uns dann natürlich auch eventuell einen Bungee Cloud Server einrichten auf dem Root Server. Und ja, das hier ist natürlich jetzt erstmal so Vorarbeit für Leute, die zum Beispiel was testen wollen oder halt für irgendwas, für was man das auch immer brauchen kann. Auf jeden Fall möchte ich mit euch diesen Server so nach und nach einrichten. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Wir gucken dann natürlich auch, dass wir Plugins für die Lobby, also es kommt morgen dann, jeden Montag wird das kommen, halt eben eine Plugin-Vorstellung. Da könnt ihr euch jeden Montag drauf freuen auf eine Plugin-Vorstellung. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für ein Plugin ihr gerne sehen möchtet. Wenn ihr eine gute Lobby-Plugins kennt, die ich vorstellen kann, die vielleicht noch ein bisschen unentdeckt sind, also die noch nicht so bekannt sind, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann gucke ich mir das mal an und dann können wir das natürlich auch hier auf unsere Lobby verwenden. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Lobby, und zwar mit Lobby 01. Ich packe da jetzt die Startdatei rein, Speedgod und die Euler. Die Euler einfach nur, die können wir danach auch noch bestätigen. Aber ich finde es immer blöd, wenn man die nochmal bestätigen muss. Deswegen nehme ich die immer gleich schon, habe ich die einmal bestätigt und kopiere die immer mit rein. Wie wir eine Stadtdatei machen, das ist jetzt mal wieder gut vorbereitet. Das erklärt sich, denke ich mal, eigentlich in Videos. Also es gibt natürlich genügend Videos auf YouTube, wo ihr seht, wie man eine Stadtdatei macht. Da muss man was aus Minecraft hinein kopieren. Das ist das hier. Ja, da kann man hier so ein bisschen was einstellen. Und ja, server.char speaker haben wir da. Wir wollen, dass die Speedgod geladen wird. Habe ich das richtig geschrieben? Nein. Speedgod.char. Und dann sollte das jetzt, glaube ich, funktionieren. Es tut sich was. Da warten wir mal kurz ab. Und ich würde sagen, wir lassen das mal kurz generieren. Ja, unser erster Server hat gestartet. Wir haben so gesehen jetzt hier diesen Server. Ich würde aber sagen, wir generieren dann auch gleich schon den zweiten Server. Jetzt habe ich es natürlich da reingezogen. Ist klar, das ist jetzt ein bisschen unbedacht gewesen. Und ziehen das wieder da rein. Danach, okay, das war schon wieder nicht so schlau. Zumindest die Startdatei würde ich gerne noch behalten. Die kommt nochmal hier rein. Und dann starten wir den ganzen Spaß. Solange gehen wir in Lobby 1, solange das startet. Und gehen dort in die Server.properties. Und dort bearbeiten wir, ich mache das mal klein, ich weiß nicht, ob das jetzt gut besser ist, wenn ich es groß ziehe oder wenn ich es zu klein mache. Das müsste ich dann auch danach sehen und wir bearbeiten das mal ganz kurz. Auf unserer Lobby sehen wir natürlich jetzt hier so ein paar Einstellungen, die wir treffen können. Und ja, ich möchte ganz gerne, dass die Lobby den Lobby-Port hat. Das muss ich mir mal aufschreiben, weil sonst kommen wir dann später hin irgendwann durcheinander. Das würde ich euch auch empfehlen. Da gibt man die 10.000 und die 10.500. Also der anderen Lobby gibt man dann den Port 10.500. Auf einer Lobby wollen wir natürlich, also das ist ja dann ein Bungee-Cord-Server. Auf einer Lobby wollen wir, dass das PvP false ist. Den Game-Mode soll 0 sein für normale Spieler. Ich sag mal, das ist jetzt eine Lobby. Ich sag mal, wir sind jetzt, das ist ja nur ein Test-Server. Aber zum Beispiel auf einer Lobby sollen jetzt 64 Spieler drauf. Nur mal so angenommen.
Ja, Spawn Monsters, das wollen wir natürlich nicht auf einer Lobby, deswegen False. Oder True, ich weiß nicht, ob das dann mit Pelagens so verbindlich ist. Im Game Mode 0, Difficulty. So, den Online-Mode müssen wir natürlich auch auf False machen. Das hat was wegen Bungee-Code zu tun. Normalerweise, wenn man den auf False macht, ist der Server ja dann offline. Also kann man auch in Offline-Modus spielen. In dem Fall auch mit einem Cracked-Minecraft-Account. Wenn wir das natürlich dann in der Bungee-Code so einstellen, dass man das halt eben, also wenn die Bungee-Code das drüber fasst, muss man über die Bungee-Code joinen und man kommt nicht mehr über diesen Server auf den Server drauf. Und somit kann man halt eben, kommt man nicht mehr über einen Offline-Mode drauf, sondern ist natürlich über die Bungee-Code online. Und ich würde sagen, es reicht erstmal so. Das speichern wir, machen wir zu, das kann man auch zumachen. Und dann schließen wir Server 2. Dann machen wir das bei Server 2 nochmal genauso. Ich glaube, wir hatten vorhin vergessen, bei Server 1 die Difficulty auf 0 zu stellen. Das müssen wir natürlich noch machen. So, damit sind eigentlich prinzipiell schon unsere zwei normalen Server eingerichtet, also Server 1 und 2. Und dann nehmen wir jetzt die Bungee-Cord an und dort kommt natürlich dann die Bungee-Cord rein und natürlich auch die Startdatei. Dafür brauchen wir allerdings keine Euler. Ich habe schon wieder vergessen, die Startdatei zu verändern. So, nachdem wir da natürlich dann auch Bungee-Cord reingeschrieben haben, können wir den ganzen Spaß auch starten. Und wenn wir dann halt eben das gestartet haben, können wir da auch wieder in die Config gehen. So, Bungee-Cord ist gestartet und wir können dann dementsprechend in die Config gehen. Wir können mal alles aktualisieren und dann da reingehen. Ich würde mal sagen, das können wir mal auf klein. Für mich ist es ein klein besser, weil ich dann so ein bisschen in die Ecke schieben kann. Ansonsten muss ich immer so auf dem Seitenrand vom Bildschirm gucken. Das ist zumindest für mich nicht so schön. Ich weiß nicht, wie es für euch so ist, wenn ich das jetzt so lasse. Gut. Wir wollen das auf unser Bungee-Cord. Wir haben jetzt 64 Slots für unsere Lobbys insgesamt, also für eine Lobby. Und wenn wir das zusammenzählen, dann hätten wir 128 Slots. So, und von daher stellen wir natürlich auch unsere Maximalspieler mal auf 128. Jetzt nur mal so, das wird mein Computer zwar nie schaffen, aber gut. Unser MODD, schweres Wort, stellen wir auch natürlich um, und zwar auf zum Beispiel jetzt und 6, das wäre jetzt orange. Das ist Unsere Bunge. Also, ja. So, den Host ist natürlich so, das kann man natürlich dann, glaube ich, auch über Lokalhost erreichen. Ich weiß es gar nicht, muss man da mal gucken. Ja, und dann müssen wir natürlich noch unsere Lobbys als Server eintragen. Das heißt ganz einfach, wir kopieren uns das hier einmal. Zack, gehen eine Zeile tiefer. Und pasten das rein. Das heißt dann Lobby 01. Und das hier ist dann Lobby 02. Lobby 01 bekommt den Lokalhost 10, ja, 000. Lobby 2 10 500. Der Online-Mode ist True. Das hier ändern wir um von Lobby auf Lobby 01. Und dann sollte eigentlich alles funktionieren. Wir probieren das jetzt mal aus. Wir starten unsere Bungee-Cord und Lobby 01 mal so zum Test. Und dann gucken wir mal in Minecraft, ob es funktioniert. Ich würde sagen, da deaktivieren wir mal kurz die Whitelist. Remove. Ne, Whitelist off. Ja. Man merkt, ich habe mich schon länger nicht mehr mit Servern beschäftigt. Jetzt sind wir drauf. Und ja, jetzt sind wir natürlich in-game. Bei euch laggt es gerade ein bisschen, weil ich eine Monitoraufnahme habe und keine Minecraft-Aufnahme. Wir geben uns jetzt dann nochmal OP draus VG. Dann können wir slash Game Mode 1 machen. Und so ist eigentlich jetzt die Vorarbeit für den Anfang schon mal fertig. Ja, im nächsten Video werden wir uns dann für diese Lobby ein kleines Lobby-Plugin heraussuchen, beziehungsweise hier drauf einrichten und das halt eben auch auf Lobby 02 machen. Wir können ja mal noch Lobby 2 starten, um euch zu zeigen, dass es funktioniert. So, geben wir uns gleich schon mal OP auf Lobby 02 und dann slash Servers oder Server. Da sehen wir dann schon,
Es gibt Lobby 01 und Lobby 02 und dann gehen wir Server Lobby 0 und 2. Das sieht man übrigens hier unten für die, die es noch nicht gefunden haben. Wir können auch einfach draufklicken und dann geht's. Oder mit / Server Lobby 02 oder Lobby 01 kommen wir auf die jeweiligen Server. Ja, und so kommen wir natürlich auf Lobby 02 oder auch auf Lobby 01. Das geht natürlich auch einfach mit dem Befehl / Server Lobby 02 oder Lobby 01. Dann geht alles klar. So, ich guck mal kurz nach einer kleinen Lobby-Map, die wir dann hier einfügen können. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe dann mal eine Map herausgesucht. Das ist eine Map, die wir mal damals gebaut haben. Und ja, da löscht man einfach die normale World-Map und nennt die Welt, die man da einfügen möchte, in World um. Kann dann schon mal den Server starten. Wir fügen das Ganze dann auch nochmal in Lobby 02 ein in der Zeit. Einfügen, dann löschen wir World. Können wir löschen und Hub nehmen wir um in World. Und dann können wir natürlich den Server ausstarten. Die Server dauern immer ein bisschen länger zum Starten. Starten dann die Bungee Cord in der Zeit noch. Und Lobby 01 ist dann auch schon mal fertig. Bungee Cord ist dann auch gleich fertig. Bungee Cord startet ja recht schnell. Und jetzt. Und dann können wir schon mal drauf gehen. Und wo spawnen wir? Wo spawnen wir? Das ist aber nicht die Map, die ich jetzt erwartet habe. Ah, da ist er. Ja, und dann haben wir zum Beispiel jetzt hier den Hub. Die Schilder braucht ihr jetzt mal nicht so hier zu beobachten. Das können wir dann noch ändern. Das war einfach mal so ein kleines Serverprojekt von mir. Und da ist natürlich dann auch der Hub hier entstanden. Ist nicht weiter relevant. Und ja, zum Beispiel, das ist jetzt unser Hub und mit dem werden wir dann natürlich auch arbeiten. Schilder werden wir dann hinstellen. Hier unten waren, glaube ich, Schilder drin. Genau. Ja, dann kann man hier dann mal das mal gucken, wo man vielleicht ein Schilder-Plugin herbekommt, also ein generelles Lobby-Plugin. Und werden das nach und nach auf diese Lobby abstimmen. Ihr könnt das natürlich dann alles auch auf eure eigenen Lobbys abstimmen. Ja, ich würde sagen, dann bis morgen, bis zur Plugin-Vorstellung, falls euch das nur interessiert. Oder bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss.